Das Haus der Familie Rohwedder in Düsseldorf. Es ist der 1. April 1991, Ostermontag, kurz vor Mitternacht. Detlef Carsten Rohwedder, Chef der Treuhand, wird ermordet. Er hat den wohl umstrittensten Job im vereinten Deutschland. Der war im Fokus der Wut all derjenigen, die gedacht haben, die Treuhand, der Herr Rohwedder ist schuld daran, dass ich arbeitslos bin und übrigens auch meine 500 Kollegen. Er ist ja wirklich ein Märtyrer der deutschen Einheit. Am Tatort finden sich einige wenige Spuren und ein Bekennerschreiben. Das war uns von Anfang an klar, es kann nur die RAF gewesen sein. Bis heute sind die Täter nicht gefunden. War wirklich die Rote Armee-Fraktion verantwortlich? Waren andere beteiligt? Wer hat Detlef Carsten Rohwedder ermordet? Februar 1991, wenige Wochen zuvor. Wie im Spielfilm gehen Menschen in Ostdeutschland auf die Straße. Immer mehr. Sie fühlen sich vom Westen über den Tisch gezogen, ihre Leistungen missachtet. Ihre Wut richtet sich gegen die Treuhand und deren Chef Rohwedder. Rohwedder hat das Amt Ende August 1990 angetreten. Die Treuhand befindet sich am Alexanderplatz. Alles ist provisorisch, schnell aus dem Boden gestampft. Wir brauchen hier Zeit und die Treuhandanstalt ist, glaube ich jedenfalls, auf dem Wege, eine sehr effiziente und sehr schlagkräftige und erstklassig arbeitende Institution zu werden. Ich habe ja hier einen gewissen Ehrgeiz. Ich habe nun keine Lust, nach einem relativ langen Berufsleben nun schon hier Vorsteher einer Chaotenveranstaltung zu sein. Rohwedder macht seine Marschrichtung früh deutlich. Das Einzige, was immer galt für Rohwedder, war erst das Leben, dann die Paragraphen, oder erst die Menschen, dann die Paragraphen. Er war also einer, der mit aller Kraft daran ging, und er war ein Patriot. Er glaubte, er hatte eine Verpflichtung den Leuten gegenüber, als ob er der große Vater sei. Rohwedders Job gilt als der schwierigste, den die deutsche Wirtschaft zu vergeben hat. In die Spitze der Treuhand wird nur ein einziger Ostdeutscher aufsteigen. Er arbeitet eng mit Rohwedder zusammen, Detlef Scheunert. Ich hatte bei Rohwedder sofort das Gefühl, da ruht jemand in sich selbst. Da gibt jemand Orientierung. Zwar etwas von oben herab, das kannte man ja bei der ersten Begegnung mit Westdeutschen, aber er hat mich motiviert. So zeigt ihn auch der Spielfilm. Meine Aufgabe ist nicht, dass die Leute mich lieben. Ich will ihnen eine Zukunft geben. Ich bin seit 20 Jahren in Führungspositionen. Ich weiß, wann ich den Leuten schmeicheln muss, wann ich Druck machen muss und wann ich sie mir mit Arroganz vom Leibe halten muss. Verlieren kann man jemanden nur, wenn man geliebt werden will. Die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist gigantisch. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Die 8500 volkseigenen Betriebe, die ganze Wirtschaft der DDR soll privatisiert werden. Rohwedder formuliert dafür Leitlinien. Sanieren womöglich. Das heißt, in Betriebe investieren, die eine Chance haben, auf künftigen Märkten zu bestehen. Dann privatisieren womöglich. Das heißt, Käufer und Investoren finden, die den Bestand so weit wie möglich erhalten. Und notfalls liquidieren, wo unabweisbar. Wenn Firmen und ihre Produkte keine Zukunft haben. Es geht um 4 Millionen Arbeitsplätze. Die Treuhand ist am runden Tisch entstanden. Die Idee von Bürgerrechtlern wie Wolfgang Ullmann. Ich will mich dafür einsetzen, dass in unserem Lande eine Treuhandstelle errichtet wird zur Sicherung der Rechte der DDR-Bevölkerung am Gesamtbesitz des Landes.
Doch die Forderung, das Volk am Volksvermögen zu beteiligen, wird bald der Geschwindigkeit der Ereignisse zum Opfer fallen. Die Treuhand, wie sie dann geboren wurde, war eine Sturzgeburt. Ausgelöst vor allen Dingen durch die Ankündigung des Bundeskanzlers Kohl, alsbald der DDR-Bevölkerung den Zugang zur D-Mark zu ermöglichen. Nach den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990 übernimmt die Regierung de Maizière die Geschäfte. Der letzte Ministerpräsident der DDR wird auch das Treuhandgesetz auf den Weg bringen. Noch niemand hatte den Transformationsprozess von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft gemacht vor uns. Wir waren die Ersten, die uns auf diesen Weg machten. Es gab in der DDR hunderte von Lehrbüchern, wie man vom Markt zum Plan kommt, aber nicht, wie man zurückfindet. Dem Kandidaten seiner Wahl möchte Kanzler Kohl das Amt persönlich antragen. Er bittet den Chef des Hoesch-Konzerns Rohwedder zum Gespräch. Die beiden trafen sich im Kanzleramt in Bonn. Und dann wurde eine Flasche Wein getrunken. Beide hatten Strickjacken an und dann wurde über die sozusagen die deutsche Einheit geredet, wie man das managt. Kanzler Kohl hat sich für einen Sozialdemokraten entschieden. Stichwort Sündenbock. Kohl war ja ein unglaubliches Political Animal, der roch, wenn es für ihn gefährlich werden könnte, das war, hätte ja sein können, bricht alles zusammen. Denn er hatte ja versprochen, blühende Landschaften. Wenn alles zusammenbricht, man soll ja... Ich hätte es ja geschafft, aber die Treuhandanstalt leider hat es nicht geschafft. Dem Kanzler in Bonn gelingt es, Rohwedder mit der Aufgabe zu locken. Der bespricht sich mit seiner Frau. Hergard Rohwedder gibt nur selten Interviews über diese Zeit. Vor die Kamera möchte sie nicht. Sie erinnert sich an die Entscheidung damals. Ich sehe mich auf dem Hotelbett sitzen. Und die Kinder soufflierten, Mami, du musst jetzt ja sagen, er will es doch. Er war ja stolz darauf. Er fand es eine Ehre, dass er da mithelfen konnte. Und das war ihm eine Herzensangelegenheit. Hergard und Detlef Rohwedder lernen sich im Studium kennen. Beide sind angehende Juristen. Sie heiraten 1960. 9 Jahre später wird Rohwedder Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Häufig reist er jetzt in die DDR, vor allem zur Leipziger Messe. Die Entwicklung im Osten beschäftigt ihn. Er selbst ist im thüringischen Gotha geboren. Ich schaue mich hier sehr gern um zu sehen, was es Neues gibt, aber natürlich auch, um unsere normalen halbjährlichen Gespräche mit den Vertretern der DDR-Regierung hier zu führen. Schon aufgrund seiner Funktion gerät Rohwedder ins Visier der Stasi. Akribisch halten Spitzel jeden Besuch in DDR-Hotels fest. Auch Treffen mit DDR-Vertretern im Westen werden dokumentiert. Diese Bespitzelung endet auch nicht, als Rohwedder die Politik verlässt und in die Privatwirtschaft wechselt. 1979 wird er Chef des Hoesch-Konzerns. Das Unternehmen steckt tief in der Stahlkrise. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Den Mitarbeitern macht der Manager klare Ansagen. Meine Herren, ich bin nicht von der Bundesbahn, ich bin hier kein Schaffner, der einen Zug abfahren lässt, egal in welche Richtung. Ich überlege mir das hier sehr genau und sehr sorgfältig, wofür wir etwas investieren, um die Arbeitsplätze hier zu erhalten und wann wir das tun. Rohwedder baut den Konzern um, rettet das Unternehmen und erhält immerhin jeden zweiten Arbeitsplatz. Gleich zweimal wird der Manager des Jahres. Eine Meisterleistung. Das war eine tolle Aufgabe auch für ihn, weil er war auch ein Volkstribun. Also es hat ihm Spaß gemacht, mit den Arbeitern zu diskutieren, auch auf die Straße zu gehen und sich den Fragen zu stellen und den Anwürfen. Soll ich die Werkspolizei rufen? Nein, 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 nein. Mit seinem Wechsel nach Berlin 1990 als Chef der jungen Treuhandanstalt ändert sich Rohwedders Leben. Er braucht Personenschutz. Es gibt Anzeichen für eine Gefährdung. Wie auch der Spielfilm zeigt. Wohnung ist leer.
In Akten des Deutschen Bundestages ist von einer Gefährdungseinschätzung für Dr. Rohwedder schon 1989 die Rede. Das Bundeskriminalamt sei dann im September 1990 zur Auffassung gelangt, die Gefahr gehe von linksextremistischen, terroristischen Gewalttätern aus. Gemeint ist die RAF. In ihrer ersten Generation Baader-Meinhof-Bande genannt, hält sie die Republik in Atem. Der Terror der zweiten Generation gipfelt in der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. 1984 war eine komplett neue Generation in den Untergrund gegangen, die dritte und letzte RAF-Generation. Sie hatte insgesamt 8 Menschen umgebracht, darunter Repräsentanten des bundesdeutschen Systems, wie Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank. Er stirbt im November 89 durch einen Bombenanschlag. Gerold von Braunmühl, ein deutscher Diplomat, wird 3 Jahre zuvor im Oktober 86 vor seinem Haus in Bonn erschossen. Im Juli desselben Jahres wird Karl-Heinz Beckholz, Siemens-Manager, durch eine Autobombe getötet. Dabei stirbt auch sein Fahrer Eckhard Groppler. Die Ermittler wussten relativ wenig. Man wusste nicht, wer die Täter sind. Man wusste nicht, wie die Logistik funktioniert. Man wusste nicht einmal, wo die RAF wohnt. Eine ZDF-Dokumentation zeigt damals, wie das BKA gefährdete Personen schützen will. Vor jedem Staatsbesuch wird hier trainiert. Mit einem Double als Opfer und Pappkameraden als Heckenschützen. Besonders bei Staatsbesuchen wird aufgefahren, was an Sicherheitskräften vorhanden ist. Der Blick hinter die Kulissen soll zeigen, dass auch in Zeiten von Terrorismus alles getan wird, um Amts- und Würdenträger zu schützen. Die Gefährdungsstufe 1 bedeutet dabei, diese Person ist erheblich gefährdet. Mit einem Anschlag ist zu rechnen. Personen in dieser Stufe werden ständig begleitet. Objekte, in denen sie sich aufhalten, ständig beschützt. Gefährdungsstufe 2 besagt, diese Person ist gefährdet. Ein Anschlag ist nicht auszuschließen. Personen in dieser Stufe werden in besonderen Fällen begleitet. Objekte, in denen sie sich aufhalten, in solchen Fällen geschützt. Für Detlef Rohwedder als Treuhandchef gilt die Stufe 2. In Berlin die Woche über hatte er Personenschutz, auch in dem Hotel, in dem er gewohnt hat, standen Polizeibeamte. Wenn er am Wochenende in Düsseldorf war, hat er von sich aus auch großen Wert darauf gelegt, dass er eine Luft für sich hat. Er ist gerne spazieren gegangen, dass er nicht auf Schritt und Tritt von Polizisten begleitet wird. Das war auch seine Vorstellung. Der Treuhandchef wird außerdem durch Zivilfahnder bewacht, im Rahmen eines noch heute geheimen Konzepts. Er war eingebunden in das Konzept 106. Das war ein Ermittlungsansatz nach dem Mordanschlag auf Beckholz. Und so wurden auf gefährdeten Strecken und in der Nähe von Wohnhäusern, also da, wo mit Anschlägen gerechnet hat, waren Polizeibeamte unterwegs, als Fußgänger, als Radfahrer, als Lieferboten. Auch die Villa der Rohwedders wird nun stärker gesichert. Experten schauen sich im Haus um. Da war so eine Art Sitzung bei uns und mein Mann bat mich, das wahrzunehmen, weil er ja nun nach Berlin musste. Ja, wir haben uns nur im Parterre aufgehalten und Panzerglas wurde im Parterre gemacht. Wir haben ehrlich gesagt an den ersten Stock überhaupt nicht gedacht. Rohwedder wird später durch ein Fenster im ersten Stock erschossen. Die Polizei bestreitet ein Versäumnis. Unser Experte hat für das gesamte Haus, für die gesamte Außenverglasung Sicherheitsglas empfohlen. Dem Bundestag gibt das Innenministerium NRW dazu später die Auskunft. Der Polizeipräsident Düsseldorf gab die Empfehlung, alle Gläser sollten durchschusshemmend ausgelegt werden. Die Frage, ob tatsächlich die Empfehlung alle Gläser gegeben worden ist, solle noch überprüft werden. Bis heute gibt es keine Klärung. Es bleiben Schuldzuweisungen. Für Rohwedder sind Sicherheitsfragen Nebensache. Der Druck in Berlin wächst. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht. Oft schreitet der Treuhandchef persönlich ein. Auch als es um die Interhotels der früheren DDR geht. Mitarbeiter stürmen das Treuhandgebäude. Ich vermute, wenn die uns nicht einladen, werden wir uns eben selber einladen müssen. Das ist das. Die Steigenberger Gruppe hat ein Pachtangebot vorgelegt, das Rohwedder ablehnt. Auch im Sinne der Belegschaft.
Die Leute hatten ja eine unheimliche Angst um ihren Arbeitsplatz und hatten natürlich die Hoffnung, diese große Steigenberger Gruppe, das ist unsere Zukunft. Auf den Fluren der Treuhand stellen sie den Chef zur Rede. Der scheut die Konfrontation nicht und wählt wieder einmal klare Worte. Wir haben den Eindruck, dass die Verträge ganz außerordentlich vorteilhaft für den Steigenberger Konzern sind und ganz außerordentlich nachteilig für die einzelnen Hotels, die zur Gruppe gehören. Ich glaube nicht, dass mit diesen Pachtverträgen die Sicherheit der Arbeitsplätze, um die es Ihnen ja geht, gewährleistet werden kann. Seit mehreren Monaten fordern wir als Arbeitnehmerinteressenvertreter von der Treuhandanstalt andere Konzepte. Solange die nicht vorliegen, stehen wir zu dem Steigenberger Konzept. Na ja, dann tun Sie mal. Ja gut, meine Damen und Herren, das war's. Ich kann nur sagen, nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber. Natürlich hat er durchaus bisweilen eine etwas flapsige Aussage gehabt, die vielleicht auch auf ostdeutscher Seite als verletzend empfunden wurde. Heute würde ich sagen, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich bin jetzt genauso alt wie er damals, es war vielleicht auch so eine Art Schutzschild, die er sich bei diesem extremen Druck, der mir ausgeliefert war, vielleicht zugelegt hat. Am Ende geht Steigenberger leer aus. Die Interhotels der früheren DDR werden verkauft, wie das Bellevue in Dresden. Die Treuhand nimmt damit insgesamt 2,6 Milliarden D-Mark ein. Doch nur Teile der Belegschaft werden ihre Jobs behalten. Der Treuhandchef spricht sogar vor der Volkskammer der DDR. Auch dort nimmt er wieder kein Blatt vor den Mund. Nach wenigen Wochen im Amt zieht er Bilanz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, hier wird mit härtesten Bandagen gefochten. Hier wird, was die Treuhandanstalt und die Verfolgung kommerzieller Interessen angeht, nun aber auch wirklich jede Scham beiseite gelegt. Es ist ein bisschen wie im Wilden Westen und manche Leute nehmen sich gegenüber der Treuhandanstalt Unverschämtheiten raus, die in Westdeutschland schlechthin unmöglich wären. Rohwedder warnt vor Illusionen, will nichts schönreden. Rohwedder war einer, der auch sehr hart sein konnte, wenn ihm irgendwas nicht passte, weil er Macher war. Gleichzeitig ließ er nichts durchgehen, was irgendwie nach Korruption roch. Ist das hier Ihre Unterschrift? Ja. Eine D-Mark. Keine Ahnung, wem genau Sie Entwicklungshilfe leisten. Dieses Unternehmen jedenfalls wollen Sie verscherbeln und verramschen. Herr Dahlmann. Frau Wellmann und ich werden sämtliche Akten mitnehmen, die Verkaufsvorbereitungen betreffen. Die Betonung liegt auf sämtliche. Sonst sorge ich dafür, dass Sie in Afrika Entwicklungshilfe leisten. Beim ehemaligen volkseigenen Betrieb, dem VEB-Kleiderwerke Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern, besteht Verdacht auf dunkle Geschäfte. Auch hier mischt sich Rohwedder persönlich ein, als ein externer Unternehmensberater ihn warnt. Bodo Lindemann hat einiges über die neuen Geschäftsführer aus dem Westen in Erfahrung gebracht. Geleistete Offenbarungseide, teilweise Haftbefehle, die schon eingetragen waren. Genau das, was wir dann als schwarze Schafe und Glücksritter später bezeichnet haben. Eigentlich soll der frühere Werksleiter Peter Ross die Kleiderwerke mit den westlichen Geschäftsführern konkurrenzfähig machen und die Arbeitsplätze erhalten. Rund 900 Menschen arbeiten in Güstrow. Die meisten sind Näherinnen. Das neue Führungsteam gründet eine weitere Firma, die neue Kollektionen aus Güstrow international vermarkten soll. Doch es gibt Ungereimtheiten. Ich hatte dann festgestellt, dass die Kapitalsummen nicht eingezahlt worden sind von den anderen. Und obendrein die Kleiderwerke Güstrow dem neuen Unternehmen 250.000 D-Mark Anschubfinanzierung gewährt hat. Das Geld für die neue Firma kommt nicht von den angeblichen Investoren aus dem Westen, sondern aus den Lohntüten der Belegschaft. Doch Lindemann entdeckt noch mehr.
Die neuen Geschäftsführer lassen nebenbei Stoffe im Ausland kaufen und verarbeiten, auf Kosten der Angestellten vor Ort. Die schöpfen inzwischen Verdacht und stellen die Verantwortlichen zur Rede. Aber wer sich was zu Schulden kommen lassen hat, muss den Posten niederlegen, oder nicht? Wenn da jetzt was rauskommt. Rohwedder erfährt auf einer Veranstaltung von den Vorgängen in Güstrow und reagiert sofort. Gar nicht erst lange gefackelt. Gucken wir mal und müssen wir mal und müssen wir noch mal gucken, sondern sofort, zack, so wird's gemacht. Zwei Tage später setzt die Treuhand die Verantwortlichen vor die Tür. Die Belegschaft schöpft neue Hoffnung. Doch der Jubel währt nicht lange. Der entstandene Schaden ist groß und die Märkte werden immer unerbittlicher. Einige Jahre später muss die Fabrik schließen. Dort, wo sie einmal stand, ist heute Brachland. Für alle, die an den Erfolg der Treuhand geglaubt haben, sind die ersten Monate ernüchternd. 600 Milliarden D-Mark sei der Salat wert, hat Rohwedder bei Amtsantritt gesagt. Ganz am Anfang gab es ja die Vorstellung, dass das volkswirtschaftliche Vermögen der DDR beträchtlich sei. Aber nachdem er wenige Wochen danach sich die Bilanzen und die näheren Dinge angesehen hat, kam er zum Ergebnis, nein, das wird kein Gewinngeschäft, sondern das wird ein Verlustgeschäft. Woche für Woche macht die Treuhand hunderte Betriebe in den neuen Bundesländern dicht. Hunderttausende Menschen verlieren ihre Arbeit. Das waren fürchterliche, schwierige Veränderungen für die Menschen in der DDR. Die mussten unglaublich viel aushalten, deswegen war die Arbeitslosigkeit hoch und alle Lebensverhältnisse haben sich grundstürzend verändert. Deswegen ist das alles nicht so einfach, wie sich manche das vielleicht im Vorhinein vorgestellt hatten. Rohwedder sieht sich mehr und mehr auf verlorenem Posten. Das ist so wie ein Schwimmer in der Nordsee. Da müssen nur die Wogen immer schön hoch und immer schön schnell über sie zusammenschlagen. Dann hören sie auf zu schwimmen. Dann schieben sie den ganzen Salat weg und rauchen erst mal eine Zigarette und sagen, Menschenskind, das schaffst du nie. Und dann bleibt natürlich alles liegen und die Leute werden sauer und sagen, haben die noch nicht mal so viel Benimm und Anstand, dass sie uns ihre Briefe und die Briefe beantworten. Rohwedder spürt, dass er seinen Ansprüchen nicht gerecht wird. Die Behörde ist in einem miserablen Zustand. Es fehlt an Räumen, an Personal, selbst an Telefonen. Täglich werden Dutzende Bewerber eingestellt. Der Bedarf ist so groß, dass die Qualifikation oft in den Hintergrund tritt. Und die Anfeindungen aus Politik und Öffentlichkeit nehmen zu. Wirklich tangiert hat ihn der schlechte Ruf der Treuhand. Dass die dann öffentlich so verunglimpft wurden, das hat ihn schon sehr betroffen gemacht und sehr verunsichert auch. Ja, darüber hat er sehr nachgedacht. Im Dezember 1990 zieht Rohwedder die Konsequenzen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er stark geschwächt von einer Erkältung mit mir damals im Wasserwerk zusammentraf und sagte, ich will eigentlich Ende des Jahres aufhören. Und ich ihn sehr dringend und herzlich gebeten habe, weiterzumachen. Und das ist etwas, was mich bis an mein Lebensende bewegen wird, wenn ich mir überlege, hätte er damals den Schritt getan und hätte aufgehört, dann wäre der furchtbare Mord an ihm möglicherweise nicht passiert. Rohwedder macht weiter und steht weiter in der Kritik. Was nun, Herr Rohwedder, heißt es heute Abend? Sie sind ja einer der bestgehassten Wessis bei den Ossis. Mit einem Federstrich bauen Sie viele tausend Arbeitsplätze ab, zuletzt bei Wartburg, bei den Wartburg Automobilwerken in Eisenach. Und die Stimmung dort ist entsprechend, wir haben einige gefragt. Fühlt sich an, als wie wenn es eine Besatzungsmacht hier wäre. Die machen alle Betriebe kaputt. Wir werden immer noch verloren bedroht, wie von früher. Ich glaub's immer noch nicht, dass es wahr ist. Man hört ja überall, es ist hier nicht nur hier so, gell? Die wollen uns total kaputt machen. Ganze DDR, ehemalige DDR. Es ist natürlich bewegend und zu Herzen gehend, was die Leute sagen.
Und Sie haben ja auch recht in ihrer Verzweiflung, denn jeder steht da ja an seinem Arbeitsplatz und macht seine Arbeit gut, dass er seine Arbeit wendet an ein Produkt wie diesen Wartburg, den kein Mensch haben will. Das haben diese Leute ja nicht zu vertreten. Es wurden den Puppen verbrannt mit Rohwedder. Es wurde die Treuhandanstalt nicht nur belagert und demonstriert. Es gab natürlich auch diesen berühmten Auftritt mit Rohwedder und Regine Hildebrand im Fernsehen, wo die beiden sich eigentlich ganz gut verstanden. Und plötzlich hat die in der Live-Sendung auf ihn draufgehauen, dass es nur so krachte. Von der Landesregierung organisiert, beim Ministerpräsidenten die erste Runde, vor Ort die nächste Runde. Und wie ist es mit der Treuhand? Sie ist da und ist nicht kompetent vertreten. Ja, aber wir brauchen folgende. Sie haben doch selbst gesagt, dass es gestern schon alles klar gemacht Nein, worden ist. Nein, Sie wissen ja, es geht immer, alles dauert sehr lange. Sie wissen Nein, es doch. Wo? Gucken Sie Interflug an. Bei Ihnen. Na, also. Na, Herr Robert. Aber Frau Hildebrand. Wir wollen uns nicht streiten. Frau Hildebrand, aber gucken Sie sich mal Ihr Bundesland an und dann bitte erstmal vor der eigenen Tür und nicht vor meiner. Ja, ich möchte bloß gerne, dass die Treuhand ihre Verantwortung wahrnimmt. Der Druck von allen Seiten war extrem groß. Der Druck aus der Politik, von den Bundestagsabgeordneten, die jedes Wochenende in Ostdeutschland Prügel bezogen. Den Menschen ist nichts erklärt worden, vernünftig erklärt worden, und plötzlich verloren Hunderttausende ihre Arbeitsplätze. Die Menschen im Osten gehen dagegen auf die Straße. Sie machen allein die Treuhand verantwortlich und nicht die Misswirtschaft in der DDR. Vor Ostern 1991 spitzt sich die Lage zu. Rohwedder wendet sich in einem Brief an seine Mitarbeiter. In einem Prozess, den das ganze deutsche Volk wollte, hat die Treuhandanstalt die schwere Aufgabe, schmerzliche, aber unvermeidliche Umstellungen zu verantworten. Anfeindungen und Verleumdungen sind aber keine Kritik und können uns daher nicht treffen. In der Villa in Düsseldorf nimmt Hergard Rohwedder zu diesem Zeitpunkt beängstigende Dinge wahr. Da waren deutliche Anzeichen, dass sich was zusammenbraute. Und zwar wurde nachts angerufen und dann ging man dran und es war einfach Stille. Dann wiederum klingelte es nachts. Ich habe mal runtergeguckt, nichts, niemand zu sehen. Als er am grünen Donnerstag abends heimgebracht wurde von seinen beiden Begleitschützern, da habe ich denen das gesagt. Worauf die ganz cool reagierten und sagten, ja, was erwarten Sie denn? Sollen wir vielleicht auf dem Rhein immer mit dem Schiff hin und her fahren? Wir haben doch das System der verdeckten Fahndung. Ich habe dann vorgeschlagen, Objektschutz, Häuschen vor der Tür. Also jedenfalls, sie haben gar nichts gemacht. Dabei macht sich Hergard Rohwedder zu Recht Sorgen. Der Anschlag lag in der Luft. Es hat ja eine Reihe von Anschlägen vorher gegeben. Und auch wenn man die Selbstbezichtigungsschreiben der RAF auswertet und auch andere Erklärungen von der RAF, gab es keinen vernünftigen Zweifel daran, dass die RAF weitermorden wollte. Es war halt nur die Frage, wer ist das nächste Opfer? Am Karfreitag wächst die Anspannung weiter. Brandsätze verwüsten eine Filiale der Treuhand im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Als Täter bekennt sich ein Kommando Thomas Münzers Wilder Haufen. Ob eine Verbindung zur RAF besteht, bleibt bis heute ungeklärt. Am Abend des Ostermontag verstecken sich die Attentäter hinter dem Damm gegenüber der Villa Rohwedder. Nur ein schmaler Winkel gibt den Blick auf das obere Fenster frei. Er stand vor dem erleuchteten Fenster im ersten Stock, wo es kein Panzerglas gab, sondern nur im Erdgeschoss. Und da ist von gegenüber aus dem Schrebergarten sind drei Schüsse gefallen. Der erste Schuss traf ihn tödlich, der zweite Schuss traf Frau Rohwedder N. Sollte sie auch tödlich treffen, wurde abgeleitet, traf den Arm. Der dritte Schuss landete im Bücherregal. Detlef Carsten Rohwedder wird von hinten in die Wirbelsäule getroffen und stirbt sofort. Die Polizei leitet nur wenige Minuten später eine Ringfahndung ein. Doch die Täter können fliehen. Taucher suchen im Fluss nach der Tatwaffe. Ohne Erfolg. Schon in der Nacht hat sich die RAF bei einer französischen Nachrichtenagentur per Telefon zu dem Anschlag bekannt. Am Tatort hinterlassen die Attentäter ein Schreiben. Das Bekennerschreiben wurde sowohl kriminalistisch als auch vom Begründungszusammenhang her untersucht.
Hier in diesem Fall Rohwedder gingen wir davon aus, dass das Bekennerschreiben authentisch ist, eindeutig, und auch von der RAF stammt. Wer nicht kämpft, stirbt auf Raten. Freiheit ist nur möglich im Kampf um Befreiung. Auch der Spielfilm spiegelt die Gedankenwelt der RAF wieder. Sympathische Amtsträger, eloquent, Anzug sitzt, Habitus sitzt. Und schon siehst du nicht mehr das Amt, sondern nur noch den netten Herrn Dahlmann. Was ist mit den abertausenden Familien, die dieser Kapitalist, der Chef der Treuhand, auf dem Gewissen haben wird? Ich guck zu, wie du krepierst und stopf mir die Kohle, die eigentlich dir gehört, ins Portemonnaie. Das ist Töten. Und wir sind die Arschlöcher, die denen die Maske vom Kopf reißen, bis du deren dreckige Fratze siehst. Die RAF war im Laufe der Zeit, gerade bei den Linken, auch bei den Hardcore-Linken im Westen, abgeschrieben. Und so hat die RAF halt gehofft, indem sie ein ostdeutsches Thema besetzt, nämlich die Angst vieler Menschen vor der Treuhandanstalt, praktisch zum Thema macht und deren Chef ermordet. Also es war die Vorstellung, neue Anhänger zu gewinnen, aber auch dieses Mal hat es nicht funktioniert. Am Tatort werden weitere Beweisstücke sichergestellt. Ein Gartenstuhl, ein Fernglas und ein Handtuch, auf dem sich Haare befinden. Zu einem möglichen Täter führt diese Spur allerdings nicht. Noch nicht. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ein Haar nur grob nach bestimmten Blutgruppen eingeteilt werden, sodass damals zwar die Feststellung getroffen wurde, aber eine personifizierte Zuordnung war nicht möglich. Ähnlich ging es mit einer Zigarettenkippe. Die Schüsse geben Rätsel auf. Der erste war präzise. Das Werk eines erfahrenen Schützen. Hat hier ein Profikiller abgedrückt? Die beiden weiteren Projektile aber wurden schnell und weniger gezielt abgefeuert. Bis heute bewahrt das Bundeskriminalamt die Fundstücke auf. Die Analyse der Patronen führt die Kriminalisten noch einmal zur RAF. Das Gewehr, mit dem auf Rohwedder geschossen wurde, hatte die RAF schon zuvor verwendet. Es ist baugleich mit diesem Waffentyp. In diesem Fall konnten wir ja auch die Tatwaffe einem vorherigen Anschlag auf die US-Botschaft in Bonn-Bad Godesberg zuordnen. Das hat dann das ganze Bild arrondiert, dass es die RAF war. Im Februar 1991 hatten Attentäter mit drei Gewehren 250 Schuss auf das Gebäude der US-Botschaft abgegeben. Die Rote Armee-Fraktion bekannte sich auch zu dieser Tat. Wer geschossen hat, bleibt auch hier ein Geheimnis. Im Fall Rohwedder fragen sich die Ermittler, wie gut ein Schütze für einen solchen Präzisionsschuss sein muss. Die Entfernung vom Kleingarten bis zum Wohnhaus beträgt 63 Meter. Wir wissen aus anderen Anschlägen, dass RAF-Mitglieder geübt haben mit Schusswaffen und deshalb zu allen Zeiten RAF-Mitglieder gute Schützen an verschiedenen Waffen waren. Aktenfunde belegen, geübt wurde vor allem bei der Stasi. Die Spur führt nach Briesen an der polnischen Grenze. Ein- bis zweimal im Jahr konnten RAF-Mitglieder in die DDR fahren und sind dort in Stasi-Objekten untergebracht worden. Sie konnten sich dort erholen. Es wurde auch Schießtraining gemacht. Es wurde auch eine Panzerfaust eingesetzt. Da konnten also die RAF-Mitglieder sich ausbilden lassen. Die Stasi trainierte hier weit abgelegen auch mit NATO-Gewehren von dem Typ, der beim Anschlag auf Rohwedder verwendet wurde. Leistete die Stasi der RAF Waffenhilfe oder war sie sogar selbst am Anschlag beteiligt? Das Stasi-Motiv wäre gewesen zu sagen, das ist die Verkörperung des bösesten Klassenfeinds, den es gibt. Und der ist eigentlich schuld jetzt an dem, dass wir keine Privilegien mehr haben, unser Staat kaputt ist. Den erschießen wir. Doch ist die Stasi anderthalb Jahre nach ihrem Ende noch in der Lage, die RAF bei der Vorbereitung von Terroranschlägen zu unterstützen oder gar einen Mordanschlag zu verüben? Diese Verbindung endete 1984. Zum einen, weil man sich überdrüssig geworden war, das ergibt sich sowohl aus Aussagen von Stasi-Offizieren wie auch von Seiten der RAF. Und zum anderen aber die, die von West nach Ost gereist waren, alle im Sommer 1984 verhaftet waren. Und das ist das Ende dieser RAF-Stasi-Verbindung. Nur auf anderer Ebene unterstützt die Stasi noch die RAF, bis zum Mauerfall. Stasi-Akten belegen, dass das MFS 10 ehemaligen Mitgliedern in der DDR eine Heimat gab.
unter falscher Identität. Schon bald nach dem Mauerfall werden sie enttarnt und verhaftet. Und zwar schon Anfang der 90er Jahre durch diese sogenannten Aussteiger klar, dass es hier Beziehungen zwischen RAF und der Stasi gab, sodass wir zwar am Anfang diese Hypothese der Stasi-Beteiligung abgearbeitet haben, aber keinerlei Anhaltspunkte für einen solchen Hintergrund gefunden haben. Es kursieren noch andere Theorien. Westdeutsche Manager seien die Drahtzieher des Attentats, weil Rohwedder ihnen in die Quere kam. Ich habe die Vermutung, dass ihre Auftraggeber Scheinfirmen gründen, um auf diesem Umweg Gersberg aufzukaufen. Das ist keine Vermutung. Das ist eine Unterstellung. Das ist keine Unterstellung, das ist eine Warnung. Das sind die Verschwörungstheorien, die wir lieben. Glaube ich nicht. Was richtig ist, dass die Elite der westdeutschen Wirtschaft Rohwedder allein gelassen hat. Es gibt ja diesen Satz von Rohwedder, er hätte sich nicht vorstellen können, mit welcher Schamlosigkeit westdeutsche Manager wie Glücksritter nach drüben zogen und grapschten, was sie grapschen konnten. 2001 bestätigt ein Untersuchungsergebnis im Bundeskriminalamt noch einmal die Spur zur RAF. Die DNA eines Haares, das auf dem Handtuch am Tatort gefunden wurde. Jetzt war es möglich, auch ausgefallene Haare ohne entsprechende Wurzel zu untersuchen und das Haar mit einer großen statistischen Wahrscheinlichkeit Wolfgang Grams zuzuordnen. Wolfgang Grams gehört zur Kommandoebene der dritten Generation der RAF. Im Juni 1993 versuchen die Sicherheitsbehörden, ihn und Birgit Hogefeld auf dem Bahnhof von Bad Kleinen in Mecklenburg festzunehmen. Dabei erschießt Grams einen GSG-9-Beamten. Der Einsatz wird zum Desaster. Wie ist der Spielfilm rekonstruiert? Auch Grams stirbt in Bad Kleinen. Nach Untersuchungsberichten nimmt er sich das Leben. Mehrere Terroristen der dritten Generation stehen unter Verdacht, an der Ermordung von Rohwedder mitgewirkt zu haben. Doch keiner von ihnen kann überführt werden. Hätte der Treuhandchef besser geschützt werden können? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Familie, sondern auch den Innenausschuss des Bundestages. Vermutungen stehen im Raum. Von Versäumnissen ist die Rede. Bei Rohwedder wurde festgestellt, dass mit einem Anschlag der RAF jederzeit zu rechnen ist. Mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Das entspricht der Gefährdungsstufe 1. Es ist Aufgabe der örtlichen Dienststelle, hier des Polizeipräsidenten in Düsseldorf gewesen, auf diese Einschätzung mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Personenschutzmaßnahmen zu reagieren. Das Ergebnis hat gezeigt, dass diese Maßnahmen nicht ausreichend waren. Haben die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen dafür die Verantwortung? Im ZDF weist der damalige Innenminister Schnurr die Anschuldigungen zurück. Es sind Schutzmaßnahmen getroffen worden hier in Nordrhein-Westfalen aufgrund von Sicherheitsanalysen, die mit denen des BKA übereinstimmten. Im Rahmen derselben Gefährdungseinstufungen wie in Berlin. Aus einem Protokoll des Innenausschusses des Bundestages geht hervor, dass es vor dem Anschlag keine Neubewertung der Gefährdungsstufe gegeben habe. Doch seien nach Konzept 106 in den beiden Monaten vor der Tat über 200 verdeckte Schutzmaßnahmen durchgeführt worden. Am Ende lassen sich der Politik und der Polizei in Nordrhein-Westfalen keine Versäumnisse in Sachen Sicherheit nachweisen. Es ist der RAF damals wieder gelungen, wie so oft bei ihren Anschlägen, einfach die Lücke im Sicherheitssystem herauszufinden. Und das war halt oben die Verglasung in der Wohnung. Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
Am 10. April 1991, 10 Tage nach der Tat, würdigt das vereinte Deutschland in einem Staatsakt den Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder. Von ihm waren keine östlichen Botschaften des Jammertals zu hören, ebenso wenig wie Geduldspredigten aus dem wohlbehüteten Westen. Umso leidenschaftlicher setzte er sich dafür ein, Schritt für Schritt an der Herstellung gleicher Lebensbedingungen zwischen Ost und West zu arbeiten. Cecilie Rohwedder und ihr älterer Bruder Philipp vertreten die Familie. Hergard Rohwedder liegt mit ihrer Armverletzung zu dieser Zeit noch im Krankenhaus. 2 Jahre wird die Richterin brauchen, bis sie wieder arbeiten kann. Kurz nach Rohwedders Tod zieht die Treuhand in das Gebäude, in dem sich heute das Finanzministerium befindet. Die Politikerin Birgit Breuel tritt seine Nachfolge an. Bis zur Auflösung der Treuhand Ende 1994 wird die Behörde 14.000 Betriebe und Betriebsteile privatisiert haben. Dazu 22.000 Hotels, Gaststätten und Ladengeschäfte. Von 4 Millionen Arbeitsplätzen werden 1,5 Millionen erhalten und es bleibt ein Schuldenberg von mehr als 250 Milliarden D-Mark. Auch eine Erblast des SED-Regimes. Das Gebäude erhält 1992 den Namen Detlef Carsten Rohwedder Haus. Ich würde bis heute dafür plädieren, dass wir es uns genau anschauen, dass wir differenziert bleiben, weil es wäre auch zu einfach zu sagen, das war alles nur die Schuld der Treuhand. Ihn hat ausgemacht, dass er einen differenzierten Blick hatte. Das muss man sicher auch gerade im Nachhinein so sagen. Der aus Thüringen stammende Topmanager übernahm den wohl undankbarsten Job der deutschen Einigung. Dieses wirtschaftlich so brutal geteilte Land, einfach zerrissen von heute auf morgen. Alle Bande zwischen den Menschen. Und das wieder zusammen, vorsichtig, behutsam zusammenzufügen zu einem Deutschland. Ja, er war ein Idealist, der froh war, bei dieser Aufgabe helfen zu dürfen. Detlef Carsten Rohwedder stirbt mit 58 Jahren. Nach 7 Monaten als Chef der Treuhand.